Stammtisch zum kleinen Alu 16 deutschen Klassiko. Und weiß nicht, wie es Ihnen geht, liebe Zuschauer, aber sobald hier Schwarz-Gelb auf Rot trifft, dann hat das immer was. Völlig egal, in welcher Altersklasse. Und deswegen freuen wir uns jetzt auf diese Partie. Der BVB, der sicherlich den Eindruck vom zweiten Spiel korrigieren möchte. Denn da verlor man mit 3:2 gegen die Mühlis. Im ersten Spiel gab es einen 3:1 Sieg gegen den ersten FC Köln. Und die Bayern gestern bockstark aufgetreten. 3:0 gegen die Mühlis und dann an 7:3. Und die Bayern wie entfesselt gegen Köln. Beide Mannschaften hier mit ganz starken Spielern. Hier wurde heute Morgen schon so ein bisschen diskutiert. Wer denn bei den Bayern so herausstach und man konnte das gar nicht so definieren, weil die Münchner so ausführlich unterwegs waren. Abschlussversuch hier der erste. Und so einem Spieler, der gestern schon aufgefallen ist, nicht nur wegen seiner auffälligen Frisur, Benedikt Hollerbach. Gestern guten Eindruck, der Lockenkopf der Münchner. Die BVB reicht jetzt ein Unentschieden, um sich den zweiten Platz in der Gruppe zu sichern. Würde bedeuten, man trifft auf einen Tabellendritten aus einer anderen Gruppe. Wir werden das natürlich auch versuchen, so aktuell wie möglich zu beleuchten. Abschlussversuch hier von Nico Lübke. Nachschuss von Bjane Sitbuski. Nico Lübke, ja, erweiterter Nationalspieler der U16. Der Freistoß für die Bayern. Trainer der beiden Mannschaften, keine Unbekannten hier für den Fulbe Cup. Für Christian Friedmann, Trainer des BVB, ist es der sechste Auftritt. Nicht alle mit Borussia Dortmund, war auch schon als U16-Trainer von Arminia Bielefeld hier in Lübeck. Ist ein großer Fan des Turniers. Der Trainer der Bayern im letzten Jahr ja auch schon dabei, Danny Schwarz. Ist seit Anfang 2016 Trainer der U16. Ex-Profi. Spielte bei der Spielvereinigung Unterhaching und war 1860 München. Auch zu Erstliga-Zeiten. War vor seiner Stelle als U16-Coach Co-Trainer von Heiko Vogel in der U23. Abschlussversuch hier. Abschluss von Florian Wendt. Und
spielt jetzt. Und das war das Tor für die Dortmunder. Emir Terzi im Nachsetzen zur Führung. Ja, alles sauber. Ballbesitz für Dortmund. Gibt es schon einen Unterschied, wenn man beide Nachwuchsmannschaften vergleicht? Wenn wir die Schusschance noch mitnehmen für Malek Tillmann. Also die Durchlässigkeit ist schon unterschiedlich bei beiden Vereinen. Ja? Wenn man Borussia Dortmund sich anschaut, nehmen wir nur die jüngsten Beispiele. Felix Paslak, Christian Pulisic. Pulisic ja auch gestern wieder in der Startelf beim BVB in Bremen, hat unter anderem Mario Götze auf die Bank verdrängt am gestrigen Samstag. Und der letzte Profi, der den Weg über die Nachwuchsabteilung der Bayern geschafft hat, war... Können wir kurz überlegen. Ist schon ein bisschen her. David Alaba im Jahr 2011. Seitdem kein Nachwuchsspieler der Bayern mehr wirklich in den Profis angekommen. Das heißt auf gar keinen Fall, dass die Münchner eine schlechtere Nachwuchsarbeit machen. Die Problematik für Jugendspieler liegt in einem ganz anderen. Dass der Kader der Bayern mittlerweile auf allen Positionen dermaßen Weltklasse besetzt ist, dass es einfach für junge Spieler unfassbar schwer ist, da reinzukommen. Wolfgang Dremmler sagte letztens in einem Interview bei Spox was zu lesen, wir brauchen Spieler, die rauskommen im Format Weltklasse, weil unser Kader Weltklasse ist. Und das ist natürlich auf jeden Fall eine Herausforderung, das so hinzubekommen. Uli Hoeneß selber hat es dir zur Chefsache erklärt, während hier der Bandenabpraller genutzt wird. Treffer für den BVB-Torschütze. Rafael Kamprubin. Schussvorlage kam von Aram Karaman. Der 2-0 BVB. Das ist eine Antwort auf die Niederlage gestern Nachmittag. Also Uli Hoeneß, der Präsident, hat die Nachwuchsarbeit unter anderem die Chefsache erklärt, hat gesagt, wir müssen da besser werden. Es wird ja momentan ein großes neues Nachwuchsleistungszentrum gebaut und davon hofft man sich eine Menge in München. Will viel mehr investieren in diese Nachwuchsarbeit. Guter Ball jetzt hier. Erstes Versuch, aber der BVB-Block wieder verteidigt sehr, sehr aufmerksam. Es geht jetzt mit 3 gegen 2 auf die Münchner. Ja, dann war es nicht schnell genug ausgespielt. Der Pass gleich kommen müssen, um die Überzahl dann auch zu nutzen. Dafür jetzt ein 2 gegen 0. Ah, Hollerbach verpasst den Abpraller, schade. Der Ball unkonventionell geklärt vom Dortmunds-Keeper. Heute noch nicht so auffällig ist der Spieler, der jetzt am Ball ist für den BVB. War gestern ganz stark unterwegs, kaum vom Ball zu trennen. Und kaum sage ich es, dreht er richtig auf und sorgt fürs 3-0. Man muss ihn nur wach machen. Lukas Kranzos. Und genau das, was er da eben gemacht hat, war seine Riesenstärke. Ball behaupten. Auf ganz engstem Raum sich rumdrehen, Abschluss. Also damit war nicht wirklich zu rechnen, dass der BVB hier in diesem Spiel so auftritt. Vielleicht spielt ein bisschen eine Rolle, dass die Bayern aufgrund ihres hohen Sieges gegen die Kölner so gut wie als Gruppensieger feststehen, außer die Dortmunder drehen weiter auf und treffen weiter. Dann könnte das Thema Gruppensieg auch nochmal
ein spannendes Werden. Das war ein Foulspiel und auch geahndet von Schiedsrichter Christian Pfeffer vom Busboraden. Sehr guter Abschlussversuch. Glück am Ball der Kapitän der Dortmunder. Sogar wieder. Macht das, wie gesagt, richtig stark. Klasse quergelegt, Lücke jetzt. Aber gut geklärt hier von Münchens Jonas Kehl. Aber das ist so symptomatisch. Die BVB-Spieler heute Morgen einfach einen Schritt schneller in den Aktionen. 4 Minuten noch auf der Uhr. 3-0 Führung. Nachdem hat der Lücke wieder um. Einfach gar keinen Spielfluss erst aufkommen zu lassen für die Münchner. Christian Flüppmann berichtet auf der Homepage des BVB so ein bisschen über seine Arbeit mit der U16. Arbeitet unter anderem mit diversen Zielen, aber Mannschaftszielen, die er der gesamten Gruppe mitgibt, aber dann vor allen Dingen mit individuellen Zielen, um alle Spieler immer wieder auf Spannung zu halten, um eine Weiterentwicklung zu garantieren, mit den zahlreichen Einzelgesprächen immer wieder kurzfristig und mittelfristige Zielsetzungen für die Spieler ein. Sein Fußball steht aus einem hohen Pressing. Erwartet den Spielaufbau flach durchs Zentrum. Ist also eine ganz andere Philosophie als zum Beispiel die Leipziger, die ja bewusst auch den Ball einfach wegschlagen, den Gegner in die Füße, um dann sofort ins Gegenpressing zu gehen. Fühlt man, will den Ball, will aufbauen. Natürlich auch geprägt ein Stück weit durch den Stil von Thomas Tuchel. Hat sich ja verändert beim BVB, die Spielanlage. Abschlussversuch hier nochmal von Arjan Berisha. Eckball jetzt Aram Karaman, was lässt er sich einfallen? Legt zurück auf Berisha und er trifft unten links ins Eck zum 4:0 für die Münchner. Wir haben das schon mal als Ankündigung für den weiteren Tagesverlauf, einen zweiten Mikroplatz eingerichtet hier. Wir werden heute vereinzelt Gäste an unserer Seite haben. Mit einem haben wir gerade gesprochen, der wird nachher zu uns stoßen. Das ist Benito Rehling, Torwart der Mühlenkreisauswahl. Wird heute das Spiel mitkommentieren. Jetzt geht es auf 5-0. Jetzt wird das ganz deutlich. So, und jetzt müssen wir ein bisschen Kopf rechnen. Also die Münchner 7-3 gegen Köln, das macht plus 4. 3-0 gegen die Mühlis macht plus 3. Insgesamt plus 7. Die Dortmunder aus dem ersten Spiel plus 2. Minus 1 macht insgesamt plus 1. Und jetzt gehen sie auf plus 6. Also sie bräuchten jetzt noch mutmaßlich 2 Tore für den Gruppensieg. Da die Münchner mehr Tore erzielt haben.
ja, zu den Gästen wird ein Pressevertreter erzählen. Wir werden einen Schiedsrichter hier haben. Mal schauen, vielleicht bekommen wir auch die eine oder andere Stimme aus dem U16-Bereich. Ja, korrekt hier. Auf Freistoß zu entscheiden, Foulspiel gegen Lukas Schneller, Torwart der Bayern. 30 Sekunden noch auf der Uhr. Und so schnell kann es gehen. Die Bayern heute Morgen noch bei den Fachgesprächen in der Halle als einer ganz großen Favoriten ausgemacht. Diese Erwartungshaltung bekommt jetzt schon noch einen kleinen Dämpfer nach einem 0:5 gegen Dortmund. Aber wie gesagt, das hat alles nicht zu heißen. Vielleicht sind die München auch einfach keine Frühaufsteher. Und jetzt ist aus. Borussia Dortmund gewinnt sein drittes Gruppenspiel mit 5:0 gegen die Bayern.